Ja, heute möchte ich mich ein bisschen mit dem Thema Electronic Arts befassen, also zumindest mit den Frühtagen von Electronic Arts, nämlich Mule und Archon, in der anderen Reihenfolge. Und ja, ich habe heute genau die beiden Spiele genommen, weil es halt so die ersten großen Hits von Electronic Arts waren, also praktisch die Spiele, mit denen Electronic Arts sich damals in den frühen 80er schon Platz in den höheren Rängen der Computerspielvertriebe sicherte. Ja, bevor ich mich allerdings dem Hauptthema der Sendung widme, möchte ich noch einmal kurz zur letzten Folge zurückkommen. In der letzten Folge stellte ich das Spiel Space Trap vor und verwies dabei, dass es mir partout nicht möglich war, irgendwelche Informationen oder Coverscans oder sonst irgendwas zu finden. Das hat sich mittlerweile glücklicherweise geändert. Der User, der Sammler, also der User heißt der Sammler, aus dem Circuit Board, war so nett und hat mir einen Link zu dem Cover geschickt, weshalb ich jetzt in der Lage bin, irgendwie das Cover aus der letzten Folge nochmal nachzureichen. Dafür möchte ich mich einmal herzlich bei der Sammler bedanken und jetzt einmal hier ist das Cover. Dazu möchte ich noch was ergänzen. In der letzten Folge sagte ich auch zu Space Trap, dass Space Action der Nachfolger zu Space Trap wäre. Gut, mittlerweile weiß ich es besser. Ich habe mich mit der Reihenfolge vertan. Space Action, also dieser lausige Shooter, den ich am Ende nochmal zeigte, war der Vorläufer, während Space Trap der Nachfolger war. Und ja gut, damit ist das Thema Space Action dann auch endgültig abgeschlossen. Somit komme ich jetzt zu Archon. Ja, wie ich gerade bereits sagte, Electronic Arts hat irgendwie, bevor sie Archon 1983 auf den Markt brachten, ich überlege gerade, Electronic Arts hat sich Ende der 70er, Anfang der 80er irgendwann formiert und hatten anfänglich auch ein paar Spiele auf dem Markt, aber die meisten waren eher mäßig erfolgreich. Und ja, es erschienen halt Sachen wie Access Assassin, The Last Gladiator oder Hardhat Mac. Meine englische Aussprache ist nicht besonders toll, muss ich mir einfach mal gestehen. Und irrelevant, auf jeden Fall hatten die frühen Titel von Electronic Arts jetzt nicht unbedingt so die Wirkung auf dem Markt. Also sprich, man kannte sie vermutlich sogar irgendwie, aber sie gingen halt doch schon in der Masse der Computerspiele einfach unter, weil sie jetzt auch nichts wirklich Besonderes waren. Dies änderte sich dann 1983, als Electronic Arts Zusammenarbeit mit Freefall Associates, wie gesagt, meine englische Aussprache ist furchtbar, Freefall war damals ein recht kleines, dreiköpfiges Software-Team. Und ja, auf jeden Fall aus dieser Zusammenarbeit entstand dann Archon. Und ja, Archon war der erste richtig große Hit von Electronic Arts, neben Mule, zu dem ich halt später noch komme. Und ja, deshalb werde ich Archon jetzt auch erstmal direkt vorstellen, ohne jetzt noch großartig viele Worte zu verlieren. Eine Hintergrundinformation ist vielleicht noch ganz interessant, dass die Inspiration für Archon ein Conan der Barbar-Brettspiel war. Ja, wir erinnern uns, 1982 war der Schwarzenegger-Film Conan der Barbar in den Kinos ziemlich populär, wodurch auch so nicht nur im Kino, sondern auch eben im Computerspielbereich eine ziemliche Barbarenwelle losrollte. Und dementsprechend gab es zu Conan der Barbar dann eben auch ein Brettspiel und dies war einer der Hauptinspirationen für das Spiel Archon dann letztendlich. Eine zweite Inspiration für Archon war der Film Star Wars. Also jetzt nicht Star Wars selber, aber in Star Wars, ich muss gestehen, ich habe den Film lange nicht gesehen. In dem Film Star Wars gab es eine kurze Szene, wo die in so einer Kneipe sind, auf jeden Fall so ein Holodeck-Schachspiel spielen. Und ja, das war eben auch eine Hauptinspiration für Archon. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich fange jetzt einfach mal an. So, und für die Leute, die Archon gar nicht kennen sollten, erkläre ich jetzt mal kurz die Spielregeln. Jeder Spieler übernimmt eine Seite, also die helle oder die dunkle. Und Gewinner ist die Seite, die es als erste schafft, diese fünf blinkenden Punkte, das sind die Energiefelder, die komplett zu besetzen. Wichtig zu wissen ist noch, dass jeder Spieler auf dem jeweiligen Feld seiner Farbe energiemäßig im Vorteil ist. Ich stelle jetzt hier mal eben alles ein. Der Computer übernimmt die dunkle Seite, ich die helle. Dann lege ich auch direkt los. Okay, die lila Felder in der Mitte, wo ich jetzt gerade hier langlaufe, das sind die Lichtzyklusfelder. Sprich, die verändern im Laufe des Spiels immer mal wieder irgendwie die Farbe. Und da gilt natürlich auch das gleiche wie für die regulären Felder. Wenn die Dinger im Schwarz sind, bin ich im Nachteil. Und ich stehe drauf, wenn die Dinger hell sind, bin ich im Vorteil. Rest des Spiels werde ich euch im Laufe der Zeit erklären. So, ich werde direkt mit dem Magier erstmal einen Zauberspruch anwenden. Der Magier bzw. die Magierin auf seiner Seite sind die einzigen Figuren, die über Magiesprüche verfügen. Deshalb sollte man auch gut auf die Figuren aufpassen. Teleport, heilen, Exchange. Ja, damit kann ich jetzt zwei beliebige Figuren austauschen. Ich nehme mein Einhorn, das ist nämlich relativ gut. Also ich kann mit dem zumindest sehr gut umgehen.
Setz den mal hier rüber und pflanz den. Wo setze ich den mal drauf? Ja, tausche mal hiermit aus. Jetzt habe ich den Vorteil, dass ich relativ schnell auf seiner Seite bin und da gleich ein bisschen aufräumen kann. Oh, er greift mich direkt an mit dem Elementar, was er gerade beschworen hat. Der Computergegner ist übrigens gar nicht so einfach, zumindest in Kämpfen. Oh, gewonnen. Okay, damit bin ich wieder dran. Ich setze meine Figuren mal alle so ein bisschen nach vorne. Beziehungsweise, ich werde jetzt meine wichtigen Figuren erstmal so ein bisschen auf die weißen Felder machen, damit die dann nicht gleich überrannt werden. Okay. Ja gut, da ich jetzt hier nicht allzu viel machen kann mit ihm. Kann er schräg laufen? Nö. Sehr klug. Ja, was mache ich jetzt? Greife ich den Kobold an. Das ist ein Nahkämpfer, das heißt, den putze ich jetzt relativ schnell weg, auch wenn ich hier eigentlich im Nachteil bin von der Kraft. Ah ja, der Computergegner verhakt sich übrigens ganz gerne mal im Hintergrund, was ich natürlich auch schamlos ausnutzen werde. Ah, Glück gehabt. Das sollte ich schaffen. Zack, und der nächste. Ich bin am Zug. Ich werde jetzt einfach mal ein Einhorn hier in Sicherheit bringen, auf ein weißes Feld stellen. Kann ich da hoch? Jawohl, komme ich. Dann bleibe ich hier stehen, da kann ich nämlich mehr machen. Ich gehe mit dem Rittermann ein Stück nach vorne. Einige Figuren können über andere Figuren fliegen, wie jetzt beispielsweise hier der Phönix. Wo ist der Phönix? Der hier. Der Phönix beispielsweise, der kann über die Gegner fliegen. Während halt so Läufer wie beispielsweise hier das Einhorn es nicht können. Also mit dem Einhorn, da müsste das Feld vor mir jetzt frei sein, damit ich ja durchkäme. So ist mein Einhorn jetzt gerade eben eingekesselt und ich komme da nicht durch. Deshalb ziehe ich jetzt auch den Ritter hier vor. Natürlich auf ein weißes Feld, um die zu schützen. Ich habe jetzt keine Ahnung, was er jetzt gemacht hat. So, dann werde ich jetzt das Einhorn auf ein weißes Feld stellen, weil es hier einfach sicherer ist. Ich bin jetzt richtig gut im Vorteil wegen den ganzen Feldern. Werde mal gucken, wo ich jetzt richtig Schaden anrichten kann. Ich könnte seinen Drachen jetzt angreifen. Gerade der Drache bei der schwarzen Seite ist relativ schwer zu besiegen. Deshalb nutze ich das jetzt auch. Benutze meinen Teleport. Und beam mein zweites Einhorn direkt auf ihn. Ich hoffe, dass ich gewinne, weil der ist nämlich richtig knüppelhart. Ich bin zwar im Vorteil, aber der hat auch richtig Kraft, wenn er mich trifft. Also allein, wenn der Drache weg ist, habe ich schon eine weitaus bessere Chance. Ja, ich hänge. Geh weg! Mist, wurde noch getroffen. Aber egal, ich habe ihn besiegt. Also wenn man einmal den Drachen weg hat, ist das zumindest schon mal so die halbe Miete, weil der richtig knüppelschwer ist. Das blaue Ding, den er gerade bewegt hat, ist übrigens ein Gestaltenwandler. Also sprich, wenn er eine Figur von mir angreift, übernimmt er die gleiche Figur wie ich. Deshalb ist es natürlich naheliegend, dass ich ihn mit einer wirklich schwachen Figur von mir angreife. Weil, ja, die Figur kann ich notfalls opfern, weil die nicht so wirklich gut sind, die Ritter. Und kann eben dafür seinen Gestaltenwandler besiegen, der nämlich richtig gut ist. Aber nicht auf dem schwarzen Feld. Okay, als nächstes greife ich seinen Magier an. Der ist richtig schwer, weil der ist eben auch sehr schnell. Wenn ich ihn den besiegt habe, habe ich eigentlich praktisch freie Bahn.
Also es hat seinen Grund, dass er auch seinen Magier wirklich nie vom schwarzen Feld wegbewegt. Ich tue es nämlich auch nicht. Ja, kriege ich ihn auf Anhieb. Ach, Glück gehabt, er hat sich verheddert. Wunderbar. Ja, damit habe ich so gut wie gewonnen. Ja, gut, ich will jetzt nicht ganz so optimistisch sein, aber bin schon mal ein ganzes Stück voran. Gut, dann mache ich jetzt platt. So, jetzt brauche ich noch die weißen Felder einnehmen, dann habe ich gewonnen. Vielleicht geht das jetzt zügig. Ja, er versucht mich natürlich auch mit allem anzugreifen, was er hat, verständlich. Die Dinger sind übrigens auch ganz schön hart, weil die richtig Energie abziehen, wenn die treffen. Auch wenn sie sehr träge sind. Ah, besiegt. Also, wie gesagt, man kann relativ gut damit spielen, dass der Gegner sich in den Hintergrund verheddert. Ansonsten wäre das nämlich auch wirklich richtig knüppelschwer. So, es trennt mich noch ein Zug zum Sieg. Ich hoffe, es klappt. Jetzt bitte nicht verlieren. Bingo! Gewonnen! Also ich muss noch ein Feld einnehmen, aber dann habe ich es geschafft. So, es wird gerade wieder dunkel, ist mir aber egal. Gewonnen! Also ich bin jetzt ehrlich gesagt selbst beeindruckt, wie schnell ich das jetzt geschafft habe. Ich habe das vorher noch mal irgendwie in den letzten zwei Tagen ein bisschen geübt, weil ich eigentlich ein lausiger Archon-Spieler bin. Aber, ja, also das ist jetzt wirklich so die beste Runde gewesen, die ich letzten zwei Tage geschafft habe. Das ist natürlich schön, dass ich gerade die aufgezeichnet habe. Ja, wie gesagt, das war Archon. Und dann kommen wir auch direkt weiter. Da Archon kommerziell ein ziemlicher Erfolg wurde, erschien er ein Jahr später, nämlich 1984, der Nachfolger Archon 2 Adept. Archon 2 verkaufte sich ebenfalls wieder recht ordentlich, blieb jedoch hinter seinem Vorläufer zurück und konnte halt mit dem Erfolg von Archon 1 nicht mehr mithalten. ...1983, also im selben Jahr wie Archon, brachte Electronic Arts noch Mule auf den Markt. Aber dazu wird gleich Henrik Seifert in dem Mule-Video gleich ein bisschen mehr erklären. Bevor das Mule-Video startet, möchte ich dazu noch ein bisschen was erklären. Bevor ich jetzt Krauts, Rüben und Videospiele startete, hatte ich vor, wann war das, vor 3-4 Jahren hatte ich schon mal die Idee für ein Konzept für so eine Computer- und Videospielsendung. Ich hatte damals auch ein paar vereinzelte, ein paar so halbgare Beiträge zusammengebastelt, aber so wirklich ins Rollen kam die Serie dann nie und wurde dann irgendwann letztendlich auch eingestellt. Ich glaube, Mule ist damals wirklich der einzige Bericht geworden, einzige Beitrag geworden, der wirklich fertig geworden ist und der war dann nicht mal von mir, sondern von Henrik Seifert. Bevor ich das Video starte, möchte ich nochmal kurz was dazu erklären. Generell gesehen habe ich bei der Kraut und Rüben und Videospiele den Anspruch, die ganzen Sachen, die ich hier vorführe, wirklich live zu spielen, also zu spielen und gleichzeitig live zu kommentieren. Das Konzept hatte ich damals noch nicht. Deshalb, aus diesem Grund ist halt Mule, das Video, was ihr gleich sehen werdet, ist das Video zu Mule erst geschnitten worden, bevor Henrik Seifert anschließend das Kommentar darüber gesprochen hat. Da das Video aber dennoch wirklich gut geworden ist, dachte ich mir, ich pack's bitte in die Sendung, weil es auch thematisch einfach gut dazu passt. Ja, ich dachte mal, dann sag ich mal, viel Spaß mit dem Video. Hallihallo und willkommen bei Mule, einem Wirtschaftsspiel aus dem Jahre 1983 von Electronic Arts, bei dem bis zu 4 Mitspieler darum wetteifern können, einen fernen Planeten zu besiedeln, mit dem Spielziel, möglichst reich zu werden und die anderen lieben Mitspieler über den Tisch zu ziehen. Erstmal wählen wir eine Farbe, dann eine Spielfigur. Wir nehmen hier mal einen Menschen, weil wir das Spiel so gut beherrschen. Ja, der bekommt auch ein bisschen weniger Geld am Anfang. Richtig, das ist nämlich eine Expert-Choice. Jetzt geht's ab zum Planeten Irata. Irata, rückwärts gesprochen, heißt Commodore. Haha, lustig, ne? So, hier ist der Planet. In der Mitte entspringt ein Fluss. Drumherum sieht man lauter Gebirge. Dort kann man gut Eisenerz abbauen. Am Fluss kann man gut
Essen, Abbauen und auf der Ebene Energie. Jede Runde beginnt mit der Landverschenkung. Da kann jeder Spieler durch Feuerknopfdruck eine Parzelle des Planeten für sich wählen. Ja, der grüne und der braune Spieler haben schon was genommen. Wir folgen jetzt mal der Gruppendynamik und nehmen auch ein Flussfeld, da wir da sehr gut Essen anbauen können. So, nach der Landverschenkung kann es vorkommen, dass man noch ein Land kaufen kann. Hier sehen wir dann den Verkaufsscreen. Die Mitspieler treiben diese Linie nach oben, das ist der Preis. Und nach Ablauf der Zeit an der rechten Seite sehen wir einen abnehmenden Zeitbalken. Ist die Auktion vorbei und das höchste Gebot gewinnt das Land. Hier hat es der grüne Computerspieler erwischt. Ja, er hat ja zwei Länder, das ist natürlich ein großer Vorteil am Anfang, aber er erstattet ja auch mit wesentlich mehr Geld als der menschliche Spieler, daher ist das kein Wunder, dass wir das Land nicht für uns ersteigern konnten. So, und als nächstes sehen wir hier in der vereinfachten Darstellung, wie der Computerspieler am Fluss ein Essensmule installiert hat und auf der Ebene ein Eisenerzmule. Der nächste Spieler ist daraufhin dran und der forscht nach Kristallen. Die werden nämlich nicht auf der Karte angezeigt, nach denen muss man forschen. Wenn man dran ist, das ist eine weitere Funktion. Ja, der braune Spieler hat eine Glücksnachricht bekommen. Er hat eine Elchratte gefunden und hat die Haut verkauft für 50 Dollar. Das sind so zufällige Ereignisse, die passieren ab und zu mal. Wenn man weiter hinten liegt, bekommt man eher gute Ereignisse. Wenn man führt, bekommt man eher schlechte Ereignisse, die für Geldabzug sorgen oder schlimmstenfalls sogar einen Verlust eines Landes bedeuten. So, wann sind wir denn jetzt dran? Jetzt geht's los und da rennt unser Spieler auch schon los in den Mule-Laden, kauft für 100 Dollar einen Mule und rüstet es aus für Essen. Ja, es gibt noch Energie, Eisen, Erz und Kristalle, oben von rechts nach links. Und danach bringt er sein ein wenig nach den Walkern aus Star Wars 2 aussehendes Mule auf das Land installiert ist. Und jetzt versucht er den Wampus zu jagen. Das ist ein Höhlenbewohner, der lebt in den Bergen des Planeten Irata und den kann man fangen. Und dafür gibt es nochmal Geld, damit wir ihn wieder laufen lassen, zahlt der Wampus uns ein wenig Geld. Und nächste Runde können wir ihn wieder fangen. Der Abschluss der Runde bildet einen Besuch im Pub, dort kann gegambelt werden. Und da bekommen wir noch etwas Geld obendrauf. So, als nächstes bebt es einmal auf dem Planeten, ein Planetenbeben, das dafür sorgt, dass die Bergarbeitsproduktion der Spieler halbiert wird. Da aber keiner Bergarbeit betrieben hat, doch der Grüne, ja richtig, der hat auch nichts produziert. So, ja, der Zyklus wiederholt sich dann immer wieder, also 12 Mal, das Spiel hat 12 Runden und am Ende wird abgerechnet. Jetzt spulen wir mal ein wenig nach vorne, in Runde 5 sind wir jetzt. Und wie wir sehen, ist der Planet schon ein wenig weiter ausgebaut worden. Und da rennt er wieder los, unser Mensch. Und diesmal rüstet er ein Kristallmule aus. Ja, damit lässt sich auch am meisten Geld verdienen im Schnitt mit den Kristallen. Man muss, wie gesagt, erstmal forschen, wo die überhaupt sind. Und man kann anhand der kleinen Punkte unter den Symbolen der Mules immer die Qualität des Feldes erkennen. 4 Punkte ist optimal, 3 Punkte ist gut, 2 Punkte ist mittelmäßig, 1 Punkt ist schlecht und gar kein Punkt ist miserabel. Wollen wir mal gucken, was hat denn unser Mensch da oben für Kristallfelder? Er hat ganz rechts ein gutes mit 3 Punkten, daneben ein mittelmäßig mit 2 und dann noch 2 ohne Wertung. Ja, und ich glaube, jetzt geht ihm wohl die Zeit aus, oder? Nein, er schafft es noch gerade rechtzeitig in den Papp und kriegt noch 101 Dollar dazu. Ja, dieses Geld, das braucht man auch. Zusammen mit dem Geld, das man mit dem Fang des Wampus erwirbt, denn die Computerspieler starten ja mit wesentlich mehr Kohle am Anfang, also Geld, und da kann es schon schwierig sein, sich da gegen diese Jungs durchzusetzen, wenn man nur mit so ein paar mickrigen Dollars startet. Aber zum Glück gibt es ja diese beiden Möglichkeiten, um das ein wenig auszugleichen. Und wieder ein zufälliges Ereignis, ein Säureregen prasselt auf dem Planeten nieder. Das bedeutet in diesem Fall, dass etwas mehr Nahrung produziert wird, dafür weniger Energie. Das ist also halb so schlimm, wie es klingt. So, das Ding bratzelt jetzt einmal drüber. Ja, dauert ein wenig. Und dann sollten wir anhand der kleinen Quader, die jetzt dort erscheinen, erkennen, wie viel produziert wird. Jedes Quader ist eine Einheit des jeweiligen Rohstoffes. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Und wie es zu erwarten war, eher mehr Essen und wenig Energie. Also diese Energiefelder haben nicht so viel abgeworfen. Jetzt Runde 11. Wieder ein wenig weiter, es ist nur ein Feld frei, unten rechts.
Der Planet ist schon fast vollkommen besiedelt und die Computerspieler machen eben ihre Züge. Ja, jetzt fällt ein Meteorit vom Himmel. Wo fällt er denn drauf? Oh nein, doch nicht etwa. Doch, klar, auf unser Energiemule. Tja, das ist jetzt kaputt, aber dafür wird dieses Feld jetzt in Zukunft extra viel Kristalle produzieren. Na, das ist in Runde 11 allerdings auch nicht mehr so wichtig, weil, wie gesagt, das Spiel hat nur 12 Runden. Jetzt geht es auch weiter. Jetzt kommen wir in den Verkaufsscreen, dass wir das auch mal sehen. Moment. Ja, siehst du, da geht es jetzt los mit Eisenerz. Eisenerz wird gebraucht, um Mules herzustellen. Wenn kein Eisenerz verkauft wird an den Laden, werden die Mules erstmal einmal teuer und später gibt es auch gar keine mehr. Das heißt, das ist schon ein wichtiger Rohstoff. Da hat jetzt der lilafarbene Spieler gerade 77 Einheiten produziert. Davon muss er jetzt mindestens 27 verkaufen, denn das Spiel will es so, dass man höchstens 50 Einheiten eines beliebigen Rohstoffes bunkern kann, danach vergammelt der Rest. Also er müsste jetzt 27 verkaufen an den Laden. Und das hat er auch gemacht, ja, das war zu erwarten. Richtig, da hat er dann 27 mal 50, ja, 1350 Dollar mit verdient. Ja, da geht die Zeit auch gerade vorbei und diese Auktion ist jetzt vorbei. Es folgt dann traditionsgemäß immer die Kristallauktion und hier, auch hier ist ordentlich produziert worden. Am besten hat's, na, wer führt denn hier? Wer hat am meisten produziert? Der Mensch. Oh ja, 81 Einheiten, der Schlauberger. Wie hat er das wieder angestellt? Ja, das ist sehr angenehm, wird natürlich gleich verkauft, obwohl in dem Fall der Preis 84 Dollar nicht optimal ist. Normal ist 100 Dollar und da kommen auch schon die Computerspieler von unten heran, um was abzukaufen, um das nächste Runde wieder teurer zu verkaufen. Ja, normalerweise ist es beim Mule so, dass das Angebot von Prinzip von Angebot und Nachfrage dominiert. Das heißt, knappe Rohstoffe werden teuer und Rohstoffe, die im Übermaß vorhanden sind, sind sehr günstig. Bei Kristallen greift dieses Prinzip allerdings nicht. Dieser Wert ist rein zufällig und kann jede Runde nach oben oder unten pendeln, wie er lustig ist. Und der Blaue hat, also der Mensch hat jetzt gerade wohl Angst, dass er nächste Runde noch niedriger sein wird. Deshalb verkauft er seinen ganzen Vorrat. Ja, wer weiß, ob das jetzt gut war. Das müssen wir dann gleich sehen. Kristalle können übrigens auch von Piraten geklaut werden. Von daher sollte man nie allzu viel auf Lager haben. Als nächstes kommt das Essen dran. Und hier ist ein gutes Beispiel für eine Essenskrise. Essen kostet normalerweise 15 und hier ist der Grundpreis schon auf 122 gestiegen, weil es so wenig gibt. Und hier sehen wir auch gleich, warum. Weil alle Spieler haben zu wenig. Die Linie zeigt den Sollwert an. Alle Computerspieler haben zwei Essens zu wenig und der Mensch eins. Das heißt, in der nächsten Runde wird die Zeit, also die Zeit, die man hat, um den Spielzug zu vollenden, wird geringer sein. Und nur Sellers, nur Auction bedeutet, wenn keiner verkauft, kann auch keiner, wenn keiner verkauft, kann auch keiner kaufen. Deshalb passiert da gerade nichts. Gleich ist jetzt nochmal bei Energie. Energie ist auch schon mächtig teuer geworden. Und auch hier sieht es so aus, als wenn zwei Computerspieler haben zu wenig Energie, während der braune Computerspieler und der schlaue Mensch haben zu viel. Und das können sie jetzt teuer verkaufen an die beiden anderen Computerspieler. Das ist immer gefährlich, weil wenn man diese Wucherpreise, die die beiden jetzt verlangen werden, nicht zahlen will, dann riskiert man im Fall von Energie den Produktionsausfall der nächsten Runde. Das heißt, einige Mules können nicht arbeiten ohne Energie und das ist natürlich auch wieder schlecht. Also es sind zwei Rohstoffe, die extrem wichtig sind, Essen und Energie, von denen sollte man immer viel haben. Und die sind auch die ersten, die im Falle einer Krise richtig teuer zu Buche schlagen werden. Ja, hier versucht er noch einmal was zu kriegen, der lilafarbene Spieler. Oh, er will aber auch wirklich auf jeden Fall noch was bekommen. 250, 266, 267 Zuschlag zu 267 und er kauft auch nur einen. Das hat sich der blaue Mensch vielleicht anders vorgestellt, dass er noch ein bisschen mehr verkaufen konnte. Aber naja, es hat gereicht. Hier sehen wir die Übersicht, die Rundenübersicht. Wer vorne ist, der führt. Hier ganz deutlich der blaue Mensch mit 33.000 Punkten insgesamt. Man sieht, Geld, Land und die Handelsgüter und wie gut es der Kolonie im Ganzen geht. 93.000 Punkte hat die Kolonie. Allerdings auch ein Essensmangel, wie man im Lauftext unten sehen konnte. Das letzte Feld geht traditionsgemäß immer an den letzten Spieler. Das ist ganz lustig in dem Spiel eingerichtet. Der letzte Spieler kriegt immer den Zuschlag bei irgendwelchen Situationen, wo er
begünstigt werden könnte, also wenn zwei Leute gleichzeitig ein Gebot abgeben oder wie auch hier, wer das letzte Feld kriegt. Ja, der Mensch rennt nochmal los, um das von dem Meteoriteneinschlag letzte Runde betroffene Feld noch einmal aufzufüllen. Richtig. Und jetzt versucht er nochmal den Vampus zu kriegen, der lauert da oben. Der wird immer durch ein kleines blaues Kästchen dargestellt. Das erscheint in den Bergen. Na, wo ist er denn jetzt? Jetzt ist er wieder woanders hin. Jetzt ist er links. Ja, komm, den kriegst du noch. Da ist er jetzt. Und? Da ist er. Los, nein. Nicht gekriegt. Ach nein, schon wieder nicht. Und jetzt ist die Zeit ausgegangen. Tja, was soll's. Das ist Künstlerpech. Weder den Vampus erwischt, noch im Pub gegambelt. Also gar kein Geld gekriegt. Aber naja, er führt ja auch schon. Von daher ist das nicht so schlimm. Schlimm ist das, wenn es einem am Anfang passiert. Denn dann kann man den Vorsprung, den die Computerspieler haben, nur schwerlich aufholen. Und dann läuft man Gefahr, dass man die Auktion nicht mitmachen kann, bei denen es weitere Länder zu ersteigern gibt gegen Geld. Ja. Ja, hier sehen wir nochmal eine Pechnachricht für den. Ach nee, eine Glücksnachricht. Das ist richtig, eine Glücksnachricht für den braunen Spieler. Da hat auch hier ein Gast hat sich bei ihm bedankt mit 2 Barren Eisenerz. Das ist jetzt so spät im Spiel auch nicht mehr so wichtig. Eisenerz kann am Anfang des Spiels sehr, sehr, sehr teuer sein, wenn kein Spieler Eisenerz abbaut und die Mules ausgehen. Dann kann man dafür fantastische Preise kriegen. Und hier sieht man auch gleich Food Shortage, Decreases Time. Da hat jemand zu wenig Essen eingekauft. Er musste aber auch nur ein Feld damit bestellen. Dafür reicht das dann wohl doch aus. Und jetzt kommt das Transportschiff zurück, das uns am Anfang des Spiels hier abgesetzt hat. Ja, das Spiel ist gleich vorbei. Es wird noch einmal produziert, dann wird noch einmal gehandelt und dann kommt die Endabrechnung. Ja, ein wirklich rundum gelungenes Wirtschaftsspiel, möchte ich meinen. Hat viele kleine Feinheiten, Kniffe, die es zu beachten gibt. Ja, und natürlich diese herrliche Einrichtung, dass der führt, immer so ein bisschen mehr geschröpft wird als die armen Leute, die hinten stehen, sodass man schon ein ganz schöner, ausgekochter Fuchs sein muss, wenn man sich am ersten Platz behaupten will. So, hier wurde auch mal produziert. Eisenerz. Ja, das behalten die Jungs der letzten Runde traditionsgemäß. Ja, Mule ist damals nicht allzu gut verkauft worden, eher recht mittelmäßig. Die Leute waren vom Cover abgeschreckt und auch von dem Spielprinzip, also dieses Brettspiel-ähnliche, bei dem es zu handeln gilt und bei dem man strategisch vorgehen muss. Das war 1983 noch nicht so angesagt. Das war eher noch so die Zeit der Arcade-Umsetzung, Defender, Pac-Man, Galaxians. Solche Spiele waren da noch ganz hoch im Kurs und Mule kam nicht allzu gut an. Später dann, wahrscheinlich in Schwarzkopierer-Kreisen, hat er sich dann rumgesprochen, was für ein fantastisches Gesellschaftsspiel am Homecomputer Mule ist. Und dann gab es auch plötzlich Turniere, ganze Ligen wurden abgehalten, angeblich sogar in ganzen Hoteletagen fanden sich dann Mule-Freaks zusammen und haben in mehreren Gruppen zusammen dann den größten Halsabschneider unter sich ausgemacht. Also angeblich waren das so richtig professionell organisierte Turniere. Ja, also wirklich ein Spiel mit einem verdienten Kultstatus. Ja, jetzt kommt noch einmal Energie, die auch noch immer sehr hoch im Kurs ist. Das ist natürlich sehr angenehm, wenn man dann noch was davon hat, weil teure Waren schlagen sich dann in einem höheren Wert bei den Gütern nieder in der Endabrechnung. Das ist also alles sehr angenehm. Da dürfte der Braun noch einen kleinen Bonus kriegen hier. Und die Zeit läuft ab. Wird sich der blaue Mensch an die erste Stelle gesetzt haben können? Bleiben Sie dabei. Es geht gleich weiter, nachdem dieser Zeitbalken abgelaufen ist. Option vorbei. Atemlose Spannung. Und ja, er hat es geschafft. Er ist an erster Stelle. Er bricht auf nach oben, um in die wohlverdiente Siegerpose gezerrt zu werden. Ja, hier, er ist der Gründer der Kolonie. Er hat alles richtig gemacht, was man richtig machen konnte. Und kann jetzt mit einem genugtuenden Lächeln auf seine Mitspieler gucken und sagen, na, ihr Pfeifen, da könnt ihr sehen, so wird's gemacht. Eine letzte Endabrechnung, genau. Und ja, mit fast 40.000 Punkten liegt der Mensch